Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute, einen Tag später, nach dem 24. Januar, am 25. Dienstag, habe ich mich eingefunden, um eine neue Lesung zu machen von Roms Ziele in Theorie und Praxis, weil mich das gestern so emotional mitgenommen hat, dass es mich gar nicht mehr losgelassen hat und dass ich sagte, da möchte ich jetzt weiterlesen, ich möchte den Geist gebrauchen, der im Augenblick so wunderbar arbeitet, nicht nur das korrekt zu lesen, sondern auch noch wunderbar zu kommentieren, dass ich einfach sage, da muss ich jetzt weitermachen. Und wir hatten den letzten Absatz auf der Seite, was ist das hier, Seite 25, ja, bereits zweimal gelesen oder dreimal gelesen. Ich finde ihn so wichtig, dass ich ihn gerne noch weiterlesen möchte. Deswegen werde ich ihn jetzt nochmal wiederholen. Und dann gehen wir unten auf dieser Seite weiter und lesen den nächsten Teil aus Roms Ziele in Theorie und Praxis. Jetzt in der Praxis, wo sich zeigt, wie die römisch-katholische Kirche ihre Pläne umsetzt in die Praxis durch Konkordate, also Staatsverträge, mit den verschiedenen Staaten abzuschließen. Was freilich alles zu dieser Freiheit der Kirche gehört, davon werden sich die wenigsten eine Vorstellung machen können. Es gehört hierher nicht nur die innere Verwaltung der Kirche, sondern auch reichliche Dotierung der Kirche durch den Staat, sowie das Recht auf unbegrenzte Vermehrung der Güter der toten Hand, die geistliche Gerichtsbarkeit einschließlich der ganzen Ehegerichtsbarkeit, auch über Andersgläubige, die Befreiung der Geistlichkeit vom weltlichen Gericht nebst anderen Immunitäten und das Recht auf Errichtung von Klöstern rein nach dem Ermessen der Kirche. Aber auch das ist noch lang nicht alles. Zur Freiheit der Kirche gehört auch die Beherrschung des gesamten Schulwesens von der Volksschule bis zur Universität durch die Kirche und im Zusammenhang damit das Recht, die Wissenschaft durch Zensur und Bücherverbot gehörig im Zaum zu halten, damit sie der Kirche nicht gefährlich wird. Das alles finden wir dann auch in dem Syllabus entsprechend in unseren Konkordaten gesetzlich festgelegt. Also, das alles finden wir dann auch dem Syllabus entsprechend in unseren Konkordaten gesetzlich festgelegt. Also mit anderen Worten, was ich in diesem Absatz gerade vorgelesen habe, ist mehr oder weniger das, was im Syllabus der Fehler vom Antichrist Papst Pius dem 9. 1864 bereits erörtert wurde. Und weil das eben Fehler sind, will er diese Fehler dadurch korrigieren, dass in Staatsverträgen, die die römisch-katholische Kirche mit den Staaten abschließt, eben diese Fehler ausradiert werden. Dabei mag man ja nun den Wunsch der Kirche nach vollkommener Freiheit in der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten verständlich finden, obwohl die Ausübung dieser Rechte gerade in Kraft des eigenen heiligen Amtes und aufgrund der vom Heiligen Stuhl anerkannten jetzt geltenden kanonischen Satzungen immerhin bedenklich stimmen dürfte. Denn was steckt nicht alles in den jetzt geltenden kanonischen Satzungen? Bevor wir hier weitergehen, nochmal eben eine kleine Erklärung. Wenn der Autor hier sagt, dabei mag man ja nun den Wunsch der Kirche nach vollkommener Freiheit in der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten verständlich finden. Ja, natürlich mag man das. Aber das Problem ist ja, da kann ja jeder kommen und sagen, ich mache meine eigenen Satzungen, ich mache meine eigene Verwaltung und ich mache meine eigene Verwaltung nach meinem eigenen Recht. Das Problem ist, wenn ich mich in einem Staat befinde, dann muss ich dafür sorgen, dass meine eigenen Satzungen auch dem Recht des Staates angepasst sind. Weil ich kann ja nicht gegen das Recht des Staates angehen. Das wäre ja subversiv, das wäre ja staatsumwerfend, das wäre Rebellion. Ich muss ja dafür sorgen, dass meine Gesetze im Einklang mit dem Gesetz des Staates sind. Und genau da beißt die Maus sich in den Faden hier, wie man so schön sagt. Denn die römisch-katholische Kirche ist der Meinung, sie macht ihre Satzungen und sie muss sich um die Satzungen oder Gesetze, Verfassungen, Grundgesetze oder was auch immer der Länder, in denen sie ist, überhaupt nicht kümmern. Sie macht einfach ihr Ding. Die Kirche ist vollkommen souverän. Sie stellt sich auf den Standpunkt, wir haben vollkommene Freiheit in der Verwaltung unserer eigenen Angelegenheiten und lassen uns nicht binden an irgendwelche Staatsgesetze. Das heißt,
Die römisch-katholische Kirche handelt in Deutschland vollkommen außerhalb der Wirkung, lass uns mal sagen, des Grundgesetzes. In Amerika vollkommen außerhalb der Wirkung der Verfassung. In England vollkommen außerhalb der Wirkung der Verfassung. Sie werken ex-Verfassung, ex-Grundgesetz. Ja? Außerhalb. Das interessiert die überhaupt nicht, was in dem Grundgesetz steht. Wenn im Grundgesetz oder in der Verfassung eines Staates irgendetwas drinsteht, was die Kirche nicht akzeptieren würde, dann sagt die Kirche, ja, aber die Kirche steht über dem Staat und wir fügen uns dem nicht. Wir machen unser Ding. Wir wollen vollkommene Freiheit in der Verwaltung unserer eigenen Angelegenheiten. Und wenn unsere vollkommene Freiheit in der Verwaltung unserer eigenen Angelegenheiten gegen bestehende Gesetze dieses Staates verstößt, ist das für uns irrelevant. Denn wir sind souverän. Wir, die Kirche, die allein selig machende Kirche, was die römisch-katholische Kirche von sich behauptet ja zu sein, stehen über dem Gesetz. Wir machen unser eigenes Gesetz. Und wenn wir uns überhaupt an irgendein Gesetz halten, dann ist es das, was wir machen. Wenn wir uns überhaupt an irgendein Gesetz halten, das ist immer noch die große Frage. Na? Also, das ist das, was hier in diesem Satz im Grunde drinsteht. So muss man das verstehen. Man mag ja den Wunsch der Kirche nach vollkommener Freiheit verständlich finden, aber die Ausübung ihrer Rechte ist immerhin doch etwas, was bedenklich stimmen dürfte. Denn was steckt nicht alles in den geltenden kanonischen Satzungen, das gegen die Freiheit des Volkes, was gegen die Freiheit und Selbstbestimmung des Staates, in dem die Kirche wirkt, geht? Ein starkes Stück, fährt der Autor fort, aber ist es doch, dass die Kirche sich jegliches Dreinreden des Staates in ihre Verwaltung energisch verbittet, während sie sich doch gleichzeitig seinen Schutz gern gefallen lässt, ja, als alleinige Staatsreligion weitgehende Förderung ihrer Interessen von ihm verlangt, wie wir es gesehen haben, selbst jenen Machtmittel zur Durchführung ihrer Alleinherrschaft in Anspruch nimmt. Der Staat hat der Kirche zwar nichts zu sagen, dafür hat er aber das angenehme Recht, für sie zu zahlen. Er hat für die kirchlichen Bedürfnisse aufzukommen und der Kirche ein angemessenes Einkommen sicherzustellen. Gerade in dieser Hinsicht enthalten alle einzelnen Konkordate sehr genaue und eingehende Bestimmungen. Ihr Inhalt ist überall im Wesen derselbe. Die Kirche hat das Recht, den Dezem, das heißt Kirchensteuern, zu erheben, und wo diese nicht ausreichen, hat der Staat den Rest zuzuschießen. So heißt es im Konkordat mit Honduras im Artikel 5, Zitat, wenn aber die Zehnten nicht ausreichen zur Aufbringung aller genannten Ausgaben, so verspricht die Regierung jährlich die zur vollen Dotierung des Gottesdienstes und Klerus nötige Summe zuzulegen. Ende Zitat. Mehrfach ist auch der Dezim abgeschafft. In Venezuela hat darum gebeten und ausnahmsweise auch Erfüllung seiner Bitte erreicht. Und es ist dann an seine Stelle eine Dotierung der Kirche aus Staatsmitteln getreten, die für alle kirchlichen Bedürfnisse, also Besoldung des gesamten Klerus, Unterhaltung der Seminare und Gotteshäuser und alle sonstigen gottesdienstlichen Aufwendungen ausreichen sollte. Ja, die Fußnote muss ich hier nicht reingehen. Und das nicht nur für die gegenwärtigen Bedürfnisse der Kirche, sondern, wie das Konkordat mit Costa Rica ausdrücklich hinzufügt, auch für alle zukünftigen. Also alle gegenwärtigen im Augenblick des Abschließens des Konkordats und alle zukünftigen Bedürfnisse der Kirche sind mit diesem Paragraphen gedeckt. Zitat: So oft neue Diözesen errichtet werden, soll ebenso verfahren werden hinsichtlich der Dotierung jeder Kirche, jedes Kapitels, jedes Seminars und so weiter. Dabei ist zu beachten, dass die Errichtung neuer Diözesen lediglich dem Heiligen Stuhl in Ausübung seines eigenen Rechts zusteht, wenn dieser sich auch gegebenenfalls mit der Staatsregierung ins Einvernehmen setzen wird,
Also den Satz nochmal. Dabei ist zu beachten, dass die Errichtung neuer Diözesen lediglich dem Heiligen Stuhl in Ausübung seines eigenen Rechts zusteht, wenn dieser sich auch gegebenenfalls mit der Staatsregierung ins Einvernehmen setzen wird. Dazu kommt endlich, also schlussendlich, letztendlich, in allen Konkordaten das aufs entschiedenste gewahrte Recht der Kirche, ja, über Rechte des Staates in diesen Staatsverträgen reden wir gar nicht mehr, es geht nur um die Rechte der Kirche. Dazu kommt endlich in allen Konkordaten das aufs entschiedenste gewahrte Recht der Kirche, nach Belieben und ohne Einschränkung auch für die verschiedenen Ordensgesellschaften, also siehe zum Beispiel Jesuiten, Eigentum zu erwerben, in dessen Besitz sie vom Staate geschützt werden muss. Denn dies Recht ist nach katholischer Auffassung, Zitat, kein Ausfluss der Staatsgnade, sondern ein der Kirche angeborenes göttliches Recht, das ihr niemand nehmen darf. Ende Zitat. Und das finde ich eine sehr interessante Ausdrucksweise. Das ist kein Ausfluss der Staatsausgabe, sondern ein der Kirche angeborenes göttliches Recht. Das erinnert mich doch an die Aussage in der Mirifica. Na, ihr wisst schon, das Enzyklikal des Papstes, ich glaube es war Johannes der 23., der mit dem Enzyklikal Inter Mirifica sagte, es ist das Urheberrecht oder das ursprüngliche Recht der Kirche, all diese Medien zu besitzen. Na, das ist eben ein der Kirche angeborenes göttliches Recht, das ihr niemand nehmen darf. Das ist hier mit anderen Worten aber genau dasselbe gesagt, wie knapp 100 Jahre später in der Mirifica. Aber es ist für die katholischen Völker ein recht kostspieliges Recht der Kirche. Auch von katholischer Seite ist neuerdings mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die freilich von der Kirche fleißig genährte überstarke Neigung der Katholiken, den Kultus mit Stiftungen aller Art zu bedenken, dem Wohlstand der katholischen Völker tiefe Wunden schlage und zu ihrer wirtschaftlichen Rückständigkeit nicht wenig, also viel, beitrage. In welchem Maße das in der Tat der Fall ist, mag man aus der statistischen Angabe des Dr. H. Rost, die Katholiken im Kultur- und Wirtschaftsleben der Gegenwart aus 1908 entnehmen, wonach zwischen 1870 und 1879 in dem katholischen Niederbayern 75,3% des durch Stiftungen neu zugewinnten Kapitals auf Kultusstiftungen kommen, während das protestantische Mittelfranken nur 14,3% aufzuweisen hat. Und dafür entfallen hier 75,1% auf Stiftungen zu wohltätigen Zwecken. Dementsprechend haben die Katholiken in Preußen, obwohl sie nur 34% der Bevölkerung ausmachten in den Jahren 1889 bis 1898, fast 9 Millionen Mark mehr für kirchliche Stiftungen aufgebracht, als die Protestanten im gleichen Zeitraum, nämlich mehr als 36,5 Millionen. Und diese ungeheure, ach, diese Meldung hier, Entschuldigung, das hat mich jetzt eben abgelenkt, ihr kriegt da Virusmeldung auf dem Computer. Und diese ungeheure Summe entspricht noch nicht einmal entfernt dem, was in Wirklichkeit der Totenhand zugeflossen sein wird. Das macht ein Artikel der Kölnischen Zeitung vom 29. Juli 1903 in ihrer Nummer 680 bei Götz angeführt auf der Seite 155 seines Werkes deutlich, wo es heißt, Zitat, in Preußen gibt es 30 Erbschaftssteuerämter. In einem einzigen dieser Ämter wurden im Jahre 1901 rund 450.000 Mark an Schenkungen und Erbschaften für Kirchengemeinden und Klöster versteuert. Wie viel der in der ganzen Monarchie jährlich versteuerte Betrag ausmacht, entzieht sich der Vermutung. Man bedenke, dass von den Zuwendungen für die Kirche an beweglichem Gut nur diejenigen genehmigungspflichtig sind, deren Wert 5.000 Mark übersteigt. Von den freihändigen Zuwendungen kommen manche nicht zur Besteuerung, namentlich wenn es sich nicht um genehmigungspflichtige Beträge handelt, die weitaus die größte Summe ausmachen müssen. Man sieht, die katholische Kirche hat kein unbedeutendes Interesse an diesem Recht, Eigentum zu erwerben, und man begreift, dass sie überall energisch darauf dringt,
dass es ihr gewährleistet werde. Sie hätte also doch wohl Grund, sich für das in all diesen vermögensrechtlichen Fragen seitens der einzelnen Staaten, wo Konkordate bestehen, bewiesene übergroße Entgegenkommen erkenntlich zu erzeigen. Das tut sie dann ja auch. In gewissen amerikanischen Staaten, also wir sprechen jetzt hier vom ganzen Kontinent, Nord- und Südamerika, hauptsächlich in diesem Fall Mittel- und Südamerika, in gewissen amerikanischen Staaten erhält der jeweilige Präsident das Vorschlagsrecht bei Besetzung kirchlicher Stellen. Da steht unter anderem in Costa Rica Konkordat Artikel 7 auf Seite 299 und so weiter. Allerdings dürfen sich die von ihrem Vorgeschlagenen in keiner Weise mit Regiment und Verwaltung der Diözesen, für die sie vorgeschlagen sind, befassen, bevor sie nicht im Besitz des päpstlichen Einsetzungsbreves sind, steht im Konkordat von Ecuador 1881 Artikel 12 geschrieben. Also mit anderen Worten, der Staat darf zwar welche vorschlagen, aber bevor der Vatikan oder besser gesagt der Papst mit einer Einsetzungsbreve das nicht bestätigt, hat derjenige die Position nicht. Mit anderen Worten, die Ernennung von Bischöfen ist weiter, ne, weil das sind ja Verwaltung, Regiment und Verwaltung von Diözesen, das ist ja den Bischöfen obliegt. Oder obliegt den Bischöfen, so sagt man das, glaube ich. Das ist ja Papstarbeit, die einzusetzen. Das darf niemand anders. Deswegen auch dieser große Streit vor einigen Jahren in China, wo eben der chinesische Staat sagt, von wir lassen uns hier nicht reinreden und wir ernennen hier die Bischöfe. Aber da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in früheren Sendungen. Diese Bischöfe sind dann eben gebunden an den Staat Treue zu halten, der sie eingesetzt hat, und nicht den Papst, der sie eingesetzt hat. Deswegen setzt der Papst die Leute hier ein, deswegen halten sie auch die Treue dem Papst und nicht dem Staat, für den sie so gesagt dienen. Das ist ja dieses ganz wichtige Thema. Also, allerdings dürfen sich die von ihm Vorgeschlagenen in keiner Weise mit Regiment und Verwaltung der Diözesen, für die sie vorgeschlagen sind, befassen, bevor sie nicht im Besitz des päpstlichen Einsetzungsbreves sind. Also mit anderen Worten, bevor der Papst nicht seine Zustimmung, Einwilligung und Erlaubnis gibt, haben diese vorgeschlagenen Personen nichts mit dem Regiment und der Verwaltung der Diözesen zu tun. Des Weiteren wird dem Präsidenten die Gnade zuteil, die Gnade, Permittitur, dass sein Name in dem großen Kirchengebet nach dem Namen seiner Heiligkeit und dem des Diözesanbischofs fürbittend genannt wird. Also mit anderen Worten, wenn die Kirche zum Gebet aufruft, dann wird im Namen seiner Heiligkeit, also das soll dann hier wohl der Antichrist sein, nämlich der Papst, und dem Diözesanbischof auch der Präsident des Landes vermeldet. Und endlich gestattet, permittit, ne, wir hatten permittitur und jetzt haben wir permittit, endlich gestattet, also schlussendlich gestattet der Heilige Stuhl auch, Zitat, dass die Personen und kirchlichen Güter sowie die Personen und Güter der anderen Staatsbürger zu den öffentlichen Abgaben herangezogen werden. Er tut es freilich ungern, wie im Konkordat mit Costa Rica ausdrücklich hervorgehoben wird. Nur aus ganz besonderen Gründen, ob rerum et temporum adjuncta, hat sich der Heilige Vater, zwischen Anführungszeichen muss man das wohl deutlich sagen hier, zu dieser großen Konzession verstanden. Denn von Rechts wegen gebührt der Kirche das Privileg der Steuerfreiheit in vollem Umfang, das heißt 100%. Und jetzt kriegen wir so ein bisschen, glaube ich, eine Ahnung davon, was es heißt, in Amerika eine 501c3 steuerbefreite Organisation zu sein. So sind die Kirchen in den Vereinigten Staaten von Amerika ja organisiert seit Lyndon B. Johnson 1954 dieses Dekret, kann man es ja schon fast nennen, eingeführt hat. Ne? Seit 1954 gibt es dieses 501c3, diesen Steuerbefreiungsstatus in Amerika, wonach Kirchen steuerbefreit sind. Und das ist im Grunde eine Erweiterung dessen, was hier für die römisch-katholische Kirche aufgrund der Konkordate sowieso schon gilt, auf die anderen Kirchen,
zum Beispiel jetzt protestantische, ne, wenn wir jetzt mal über Amerika sprechen. Ne? Also zum Beispiel die Siebentagsadventisten, die Methodisten, die Baptisten und so weiter und so weiter. Das sind all die Kirchen, sind organisiert in 501c3-Organisationen und sind damit im Grunde Staatsagenturen. Da aber der Staat der römisch-katholischen Kirche untersteht, sind sie mit anderen Worten nichts weiter als Agenturen der römisch-katholischen Kirche. Das heißt 501c3 und das heißt hier im Grunde auch dieser Satz, den wir jetzt natürlich so noch nicht verstehen können, weil 501c3 Kirchen in Amerika gab es zur Zeit dieser Konkordatsschließung Ende des 19. Jahrhunderts ja nicht. Aber wir verstehen das hieraus, weil nur aus ganz besonderen Gründen hat sich der Heilige Vater, der Antichrist dieser Welt, zu dieser großen Konzession verstanden. Denn von Rechts wegen gebührt der Kirche das Privileg der Steuerfreiheit im vollen Umfang. Und jetzt gönnt die Kirche in ihrer Gnade, der Heilige Vater in seiner großen Gnade, gönnt das eben auch anderen, dieses Privileg der Steuerfreiheit. Man wird es daher nur in der Ordnung finden, fährt der Autor fort, wenn der Papst diese große Vergünstigung wenigstens dahin einschränkt, dass die bürgerliche Gewalt sich mit der geistlichen immer erst ins Einvernehmen zu setzen und deren Genehmigung nachzusuchen hat für den Fall, dass hin und wieder ein zwangsweises Eintreiben der Steuern nötig werden sollte. Die Seminarien, alle unmittelbar für den Gottesdienst bestimmten Gegenstände, sowie die Wohltätigkeitsanstalten, also auch die Mehrzahl der katholischen Orden und Kongregationen, bleiben selbstverständlich steuerfrei. Das ist aber auch fast das Äußerste, was die Kirche diesen Staaten zugestanden hat. In den beiden neueren Konkordaten mit Ecuador und Kolumbien hat Rom allerdings auch noch hinsichtlich der geistlichen Gerichtsbarkeit dem modernen Zeitgeist einige Konzessionen machen müssen. Aber es hat keinen Zweifel darüber gelassen, dass es nur widerwillig nachgegeben hat und zu seinem Standpunkt unter allen Umständen zu wahren gewillt ist. Nur auf die Bitte der Regierung und unter Berücksichtigung der Umstände verhindert es nicht, dass einige genau bestimmte Prozesssachen der Kleriker, natürlich unter einer Fülle von Vorbehalten, ja, geistige Vorbehalte und so, wir kennen ja die Vorbehalte der Kirche, vor den weltlichen Gerichten verhandelt werden. Jedenfalls aber hat Rom auch für diese wenigen Fälle erreicht, dass die katholischen Geistlichen selbst in Kriminalsachen eine besondere Stellung vor Gericht einnehmen. Und das sehen wir auch heute noch in der Welt, in der wir uns bewegen, dass eben die staatliche Macht Geistliche nicht verfolgen oder verurteilen kann, selbst in Kriminalsachen nicht. Das tritt noch deutlicher hervor in dem Konkordat mit Costa Rica. Freilich hat man es diesem Staat doch auch schon zugebilligt, dass nicht nur Zivilprozesse der Kleriker, sondern sogar Kriminalfälle, soweit sie nicht in Beziehung zur Religion ständen, vor das weltliche Gericht gebracht werden dürften. Letztere in zweiter und dritter Instanz, allerdings nur unter besonderen Kautelen, also Klausulen, nehme ich mal an, heißt das, würde man das heute sagen, also unter besonderen Umständen. Schimpfliche Ta Strafen aber sollten nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Präsidenten vollzogen und den Geistlichen bei der Verhaftung und während des Strafvollzugs mit der ihrem Stande gebührenden Ehrerbietung begegnet werden. Also doch auch hier eine Ausnahmestellung des Klerus vor allen anderen Sterblichen. Ne? Alle sind sterblich, aber manche sind unsterblicher als andere. Und auch das alles nur temporum ratione habita, das heißt mit Rücksicht auf die schwierigen Zeitverhältnisse, also nur sehr bedingter, ich würde sagen zeitlich eingegrenzter Weise. Prozesse aber von Geistlichen untereinander suchte man wie in Guatemala von vornherein unmöglich zu machen, durch die Bestimmung, dass die weltlichen Gerichte überhaupt nicht in die Verhandlung eintreten dürften, bevor die beiden Gegner nicht ein Zeugnis über einen von dem Bischof unternommenen, aber erfolglosen Sühneversuch beigebracht hätten. So waren jedenfalls Prozesse von Geistlichen vor dem weltlichen Gericht außerordentlich erschwert.
Aber in zwei Staaten ist es Rom auch geglückt, seinen Anspruch auf gänzliche Befreiung der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit völlig durchzusetzen. Das ist der Fall in Ecuador und Venezuela. Venezuela übrigens ein Land, aus dem der heutige regierende General der Jesuiten kommt, ne? Arturo Sosa. Das Konkordat von Ecuador bestimmt, nachdem es alle Streitfragen kirchlicher Art vor das kirchliche Gericht verwiesen hat, kurz und bündig, dass auch in Zivil- und Strafsachen der Geistlichen ebenso zu verfahren sei. Das heißt, dass auch sie einzig und allein, unice, vor das geistliche Gericht zu bringen seien. Die Zivilbehörden aber werden angewiesen, dem von den kirchlichen Richtern gefällten Urteil und der verhängten Strafe Geltung zu verschaffen. Was heißt das denn? Die Zivilbehörden werden angewiesen, dem von den kirchlichen Richtern gefällten Urteil und der verhängten Strafe Geltung zu verschaffen. Mit anderen Worten, die Kirche verurteilt und der Staat führt aus. Und das ist genau, wie es zu Zeiten der Inquisition war. Das kirchliche Inquisitionsgericht verurteilt einen Ketzer. Dieser wird dem Staat übergeben und der Staat muss die Durchführung des Urteils vollziehen. Und hier steht genau dasselbe drin. Die Zivilbehörden werden angewiesen, dem von den kirchlichen Richtern gefällten Urteil und der verhängten Strafe Geltung zu verschaffen. Das ist allerdings vielfach wohl kaum nötig geworden. Dort nämlich, wo die Disziplinargewalt der kirchlichen Oberen wie in Venezuela, Costa Rica, auch Österreich und andere eine schier unbegrenzte war. So bestimmt das Konkordat von Venezuela in Artikel 21, Zitat, da die Ordinarien vollkommen frei sind in Ausübung ihres Amtes, so können sie entsprechend der geltenden und anerkannten Disziplinargewalt der Kirche die Kleriker, die von den Pflichten des eigenen Amtes und von der rechten Lebensweise, und was lässt sich nicht alles darunter begreifen, abweichen, bestrafen. Nochmal, langer Satz. Das Konkordat von Venezuela bestimmt in Artikel 21, Zitat, da die Ordinarien vollkommen frei sind in Ausübung ihres Amtes, also komplett ungebunden, ja, vollkommen souverän, so können sie entsprechend der geltenden und anerkannten Disziplinargewalt der Kirche die Kleriker, die von den Pflichten des eigenen und von der rechten Lebensweise abweichen, bestrafen. Das österreichische Konkordat aber führt als solche, Zitat, von den heiligen Kirchensatzungen festgesetzten Strafen, Ende Zitat, die allerdings noch durch, Zitat, andere dem Bischof selbst zukommende, Ende Zitat, ergänzt werden dürfen, in Artikel 11, Einschließung in Klöster, Seminare oder besonders dazu bestimmte Häuser, eben die bekannten Priesterstrafhäuser an, um dann fortzufahren, Zitat, ebenso sollen sie, sprich die Bischöfe, in keiner Weise gehindert werden, gegen alle Gläubigen, die die kirchlichen Gesetze und Satzungen übertreten, mit Strafen vorzugehen. Ende Zitat. Wenn man das jetzt richtig versteht, dann heißt es, dass wir in diesen Ländern, wo die römische Kirche also ultramontan regiert, wie hier in diesem Fall zum Beispiel Österreich mit aufgeführt ist, ne, das österreichische Konkordat aber führt als solche von den heiligen Kirchensatzungen festgesetzten Strafen, die noch durch andere dem Bischof selbst zukommende ergänzt werden dürfen, in Artikel 11, Einschließung in Klöster, Seminare, besonders dazu bestimmte Häuser, eben die bekannten Priesterstrafhäuser an, um dann fortzufahren. Das steht also im österreichischen Konkordat. Ebenso sollen die Bischöfe in keiner Weise gehindert werden, gegen alle Gläubigen, die die kirchlichen Gesetze und Satzungen übertreten, mit Strafen vorzugehen. Das heißt doch nichts anderes, als dass die Kirche bestimmt, wer gegen welche Satzungen oder Gesetze der Kirche verstößt, der darf von dem Bischof, von dem kirchlichen Gericht mit Strafen versehen werden,
die dann, wie wir gerade vorher gelesen haben, durch den Staat ausgeführt werden. Das ist nichts weiter als die Inquisition vollständig wiederzubeleben. Es hat sich in den letzten paar hundert Jahren in der Hinsicht überhaupt nichts geändert. Das muss man hieraus verstehen. In diesem österreichischen Konkordat steht tatsächlich in Artikel 11 drin: Ebenso sollen die Bischöfe in keiner Weise gehindert werden, gegen alle Gläubigen, die die kirchlichen Gesetze und Satzungen übertreten, mit Strafen vorzugehen. Hier wird dem Bischof die Allmacht gegeben, Leute, die so gesagt in der römisch-katholischen Kirche sind, zu bestrafen. Und wer ist so gesagt alles in der römisch-katholischen Kirche? Jeder, der getauft ist zum Beispiel. Und wenn du als Kind getauft wurdest in der römisch-katholischen Kirche und dir danach aber sagst, von interessiert mich alles gar nicht, bist du doch Eigentum der römisch-katholischen Kirche. Nicht zu vergessen, die Bulle Unam Sanctam von Papst Boniface VIII. Aus 1302, in der ja ganz klar drinsteht, dass es unerlässlich ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, Subjekt des des Pontifex Maximus, also des Subjekt des Papstes zu sein. Ich kriege jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr zusammen, aber da habe ich ja ein Video drüber gemacht. Ne? Unam Sanctam ad absurdum, wie ihr euch vielleicht erinnert. Könnt ihr ja nochmal anschauen. Ne? Es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, Subjekt des römischen Pontifex zu sein. Also mit anderen Worten, hier ist das genauso festgehalten in Artikel 11 des Konkordats mit Österreich. Ebenso sollen die Bischöfe in keiner Weise gehindert werden, gegen alle Gläubigen, die die kirchlichen Gesetze und Satzungen übertreten, mit Strafen vorzugehen. Alle Gläubige. Hier steht nicht bei nur katholisch Gläubige. Wenn du auch nur irgendeinen Glauben hast, selbst wenn du den Glauben hast, dass du nicht glaubst, dann glaubst du ja auch, nämlich du glaubst, dass du nichts glaubst. Dann kann auch durch den Bischof gegen dich vorgegangen werden. Das ist doch das, was hier drin steht. Ne? Man muss eben Roms Sprache auch verstehen. Weil das ist wie George Orwell das genannt hat in 1984. Neusprech. Und das hier ist Neusprech aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ne? Hier haben wir also, fährt der Autor fort, die Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit auch auf das bürgerliche Gebiet, wie sie uns auch sonst in den Konkordaten entgegentritt. Am auffälligsten wohl in dem Konkordat mit Ecuador, das auch in seiner neuen Fassung von 1881 erst noch festhält, Zitat: Alle Streitfragen kirchlicher Art und zumal Ehesachen, sowie solche, die Bezug haben auf den Glauben, die Sakramente, die Sitten, die heiligen Handlungen, die Pflichten und Rechte, die mit dem heiligen Amte zusammenhängen, sowohl persönlich wie sächliche Art, gehören vor das kirchliche Gericht. Einzig und allein vor dieses, wie es in den älteren Konkordaten heißt. Nochmal. Alle Streitfragen kirchlicher Art und jetzt aufgezählt und zumal, also ganz besonders, Ehesachen, wie solche, die Bezug haben auf Glauben, Sakramente, Sitten, heilige Handlungen, Pflichten und Rechte, die mit dem heiligen Amte zusammenhängen, sowohl persönlicher wie sächlicher Art, alle diese Streitfragen gehören vor das kirchliche Gericht, nicht das bürgerliche, sondern das kirchliche Gericht. Einzig und allein, unice, vor dieses, wie es in älteren Konkordaten heißt. Das heißt, du hast noch nicht mehr die Möglichkeit, ein bürgerliches Gericht anzusprechen. Das gehört immer vor das geistliche Gericht. Man darf billig fragen, was danach noch unbestreitbar für das weltliche Gericht übrig bleibt. Da sich schließlich überall ein Zusammenhang mit dem Glauben und das Recht mit den Sitten herstellen lässt. Hing doch, wie wir oben bereits sahen, dass nach Ansicht Antichrist Leos des 13. selbst die preußische Septenatsangelegenheit mit Fragen von religiöser und moralischer Bedeutung zusammen. Von größter Bedeutung ist jedenfalls, dass hier auch alle Ehesachen dem kirchlichen Gericht überlassen werden.
Die christliche Ehe hat Rom ja stets als seine ureigene Domäne für sich reklamiert. Sie ist nach dem Staatslexikon der Görres-Gesellschaft, Zitat, kein weltliches Rechtsinstitut, sondern gehört zu den inneren Angelegenheiten der Kirche, Ende Zitat. Sie geht also den Staat gar nichts an. Die Ehe geht den Staat nichts an. Dementsprechend überantwortet eben das Konkordat mit Ecuador ebenso wie das mit Venezuela kurzerhand die gesamte Ehegerichtsbarkeit, auch ohne nur ein weiteres Wort zu verlieren, der Kirche. Und auch das österreichische Konkordat hat bekanntlich im Artikel 10 dasselbe getan. Dem weltlichen Gericht verblieb hier nur die Festsetzung der rein bürgerlichen Wirkungen der Ehe für Ehegatten und Kinder. Mit welcher Fähigkeit Rom diese seine Grundsätze festzuhalten und durchzusetzen weiß, mag man daraus entnehmen, dass auch noch das Konkordat mit Kolumbia vom Jahre 1887 dieselbe Teilung zwischen Kirche und Staat aufweist. Die kirchliche Autorität hat einzig und allein über Bestand und Gültigkeit der Ehe zu erkennen, die Entscheidung über die bürgerlichen Wirkungen bleibt dem weltlichen Richter überlassen. Das Konkordat mit Kolumbia im Jahre 1887 spricht hier von derselben Teilung zwischen Kirche und Staat. Das ist aber keine Teilung, wenn der Staat nichts und die Kirche alles bekommt. Aber so wird einem das hier verkauft. Und ich nenne das keine Teilung von Kirche und Staat, ich nenne das eine Zusammenarbeit von Kirche und Staat. Ich nenne das eine Verschmelzung von Kirche und Staat. Und das ist auch genau das, wofür Rom bekannt steht. Wenn die Kirche alles und der Staat nichts bekommt, dann kann man schwierig von einer Teilung sprechen. Nicht wahr? Wenn ich einen Apfel mit dir teile und ich esse ihn auf und du kriegst gar nichts, dann habe ich ihn nicht wirklich mit dir geteilt, oder? Zumindest bin ich von meinem Teil satt und du sitzt mit demselben Hunger immer noch da. Der Autor fährt fort und sagt, das alles gilt aber im Grunde von jeder Ehe, auch von der Ketzer. Wie gesagt, die römisch-katholische Kirche bezieht sich immer auf alle Gläubige, auch die, die nicht innerhalb der römisch-katholischen Kirche glauben. Ja? Zitat, hinsichtlich der kirchlichen Ehegesetzgebung ist zu beachten, dass dieselbe an und für sich alle diejenigen umfasst, welche durch die gültige Taufe der kirchlichen Jurisdiktion unterstehen. Ende Zitat. So das Staatslexikon. Nun, ich will es mal so sagen. Wenn die Kirche für sich in Anspruch nimmt, dass nur sie die Ehe schließen kann, dass nur unter ihr Ehen akzeptiert werden, weil sowieso die Kirche über dem Staat steht, dann kannst du nicht so viel vom Staat heiraten lassen, wie du willst, es ist immer die Kirche, die dahinter steht. Das sagen sie dir vielleicht nicht immer, außer du liest solche Bücher, aber so ist es. Das heißt, wenn du sagst, wie ich zum Beispiel damals, als ich 1991 verheiratet war, ich wollte nicht vor der Kirche heiraten, weil ich hatte mit der Kirche nichts am Hut und mit der katholischen schon mal gar nicht. Ich wollte standesamtlich heiraten, ich wollte vom Staat heiraten, habe ich auch gemacht, habe damals in Deutschland geheiratet. Wusste ich viel, dass das immer noch mit dem Segen der Kirche ist und dass die Kirche immer noch die Oberhand über meine Ehe hat, die rechtliche Oberhand. Hatte ich keine Ahnung von. Das lerne ich auch erst jetzt. Und wir sprechen hier von 1991. Wir sprechen hier in dem Konkordat selbst von 1887. Also von vor 140 Jahren heutzutage mittlerweile fast. Ne? Das alles gilt im Grunde von jeder Ehe, auch von der, die außerhalb der römisch-katholischen Kirche glauben, die also Ketzer sind. Hinsichtlich der kirchlichen Ehegesetzgebung ist zu beachten, dass dieselbe an und für sich alle diejenigen umfasst, welche durch die gültige Taufe der kirchlichen Jurisdiktion unterstehen. Darum, so wird dort weiter ausgeführt in dem Staatslexikon, darum konnte das Tridentinum, falls es wollte, ohne Zweifel auch die Protestanten dem Gesetz über die Eheschließungsform unterwerfen. Und an dem guten Willen dazu, die tridentinische Form der Eheschließung auch Protestanten als Strick über den Hals zu werfen, wo es nur immer anging, hat es Rom in der Tat
nie gefehlt. Für Ecuador und Venezuela versteht es sich nach der angeführten allgemeinen Bestimmung einfach von selbst, dass auch alle Andersgläubigen der geistlichen Ehegerichtsbarkeit unterstellt waren. Jetzt machen wir hier mal eine kurze kleine Pause. So, und ich habe die kleine Pause eben genutzt, zu meinem Bücherschrank zu gehen und ein Buch rauszuholen, das ich euch schon öfter mal zitiert habe. Neuner Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung von Karl Rahner und Karl-Heinz Wegener bearbeitet. Da geht es im Grunde um, das Buch enthält die wichtigsten Urkunden über den katholischen Glauben seit den Zeiten des apostolischen Glaubensbekenntnisses bis zu unseren Tagen. Doch geht es hier nicht darum, die Wahrheiten des Glaubens durch zwei Jahrtausende der kirchlichen Geschichte zu begleiten und alle dogmatischen Kämpfe und Entscheidungen darzustellen, sondern diejenigen kirchlichen Lehrurkunden in deutscher Wiedergabe vorzulegen, die für die kirchliche Formung der göttlichen Offenbarung von besonderer Bedeutung wurden. Es geht im Grunde darum, was auf dem Konzil von Trient beschlossen wurde. Und wenn wir auf Seite 466 gehen, beginnt das 8. Kapitel, das heißt die Ehe. Da geht es um die verschiedenen Sakramente. Und die Ehe ist ein Sakrament. Ein Sakrament ist eine heilige Handlung. So beschaut sie das. Und es steht hier auf der Seite geschrieben, das Ehesakrament ist der von Christus zur Würde eines Sakraments erhobene Ehebund zwischen Christen. Die theologisch-dogmatische Betrachtung dieses Sakraments wird ihren Hauptgegenstand nicht so sehr in den schon von einer natürlichen Ethik erfordernden Grundeigenschaften jeder Ehe sehen, in ihrer Einheit und Unauflöslichkeit, das sind vielmehr ihre Voraussetzungen, die freilich in der sakramentalen Würde der Ehe ihre ganz besondere Bedeutung und eine wesentliche Vertiefung und Festigung erhalten. Wenn also diese Eigenschaften der Ehe auch in den kirchlichen Urkunden einen breiten Raum einnehmen, so dürfen sie doch nicht den theologischen Gehalt dieses Sakraments, der aus der Offenbarung stammt und der übernatürlichen Ordnung angehört, verdecken. Als Sakrament ist die Ehe ganz auf das übernatürliche Ziel des Menschen bezogen. Und wir sprechen hier von übernatürlichen Zielen, die von der römisch-katholischen Kirche festgesetzt sind, nicht von der Bibel. Ja? Ehe und Priesterweihe sind die beiden Sakramente, die nicht nur dem Einzelnen zur Erreichung dieses Ziels dienen, sondern auf die Gemeinschaft hingeordnet sind. Die Ehe ist eingesetzt zur gegenseitigen Hilfe der Ehegatten und zur Mehrung des Gottesvolkes. Die Hingabe an dieses Doppelziel ist es für die Ehegatten, der durch das Sakrament geheiligte Weg zum Heil. Sie, die Frau, erlangt ihr Heil durch die Mutterschaft, wenn sie im Glauben, in der Liebe, in der Heiligung und Ehrbarkeit verharrt, wird hier aus dem 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 15 zitiert. Ich lese das Buch jetzt auch gar nicht weiter. Ich will euch nur sagen, das könnt ihr euch selbst besorgen. Ich werde nochmal die ISBN-Nummer dieses Buches in die Beschreibung dieses Videos mit einfügen. Dann könnt ihr es euch kaufen. Es kostet nur wenige Euronen, aber es geht hier um den Glauben der Kirche. So, und wenn wir hier in diesen Konkordaten hören, was die römisch-katholische Kirche über die Ehe zu sagen hat, dann sollten wir eben auch wissen, was die römisch-katholische Kirche in ihren eigenen Veröffentlichungen, wie dieses Buch hier von Karl Rahner, der übrigens ein Jesuit war, was die römisch-katholische Kirche überhaupt unter der Ehe versteht. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, warum und wieso die römisch-katholische Kirche sich darin einmischt und was sie meint, was sie eigentlich unter einer Ehe versteht. Und ich glaube, dass das Verständnis zwischen dem normalen Menschen und der römisch-katholischen Kirche, was eine Ehe ist, sehr voneinander differenziert ist. Vor allen Dingen von den Leuten, die gar nicht in der Kirche heiraten, sondern zum Standesamt gehen. Und die dann auf einmal vernehmen müssen, dass im Grunde im Standesamt auch nur sie getraut werden mit Zustimmung der Kirche. Und dass ihre Eheschließung unter Kirchengesetze fällt. Und von daher sollte man eben auch verstehen, was die Kirche unter Ehe versteht. Und dafür müsste man dieses Buch lesen, zumindest diesen Teil aus dem 8. Kapitel über das Sakrament der Ehe. Deswegen habe ich das eben beigeholt und euch davon ein wenig vorgelesen. Ich habe das jetzt unkommentiert vorgelesen. Ihr wisst, es kommt aus dem römischen Katholizismus. Ich kann ja jetzt nicht jedes Wort auch noch in der Breite erklären und auseinandernehmen. Wir wissen, das ist eine römisch-katholische Publikation und die gehört dahin, wo auch die römisch-katholischen
bereuenden Seelen am Ende der Zeit hingehen, nämlich ins Feuer. Und ich spreche hier nicht vom Fegefeuer, sondern ich spreche vom Höllenfeuer. Ja? Die sind alle dem Tode zugeweiht, die sich dem Papst und der römisch-katholischen Kirche zuwenden, anstatt unserem Vater im Himmel und Jesus Christus. So einfach ist das. Und dieses Schreiben, damit wird genau das Gleiche passieren. Diese Bücher, die sollte man genauso nehmen, wie Martin Luther seine Exkommunikationsbille, Exsurge Domine, genommen hat und zusammen mit den ganzen kanonischen Schriften aus der Universität genommen hat und sie damals verbrannt hat, um dem Papst zu zeigen, was er von seiner Exkommunikation hält. Ja? Und Gott wird genau das mit all diesen ganzen Werken machen und mit all den Ungläubigen am Tag des Gerichts. Bis dahin haben wir immer noch die Möglichkeit, uns das Buch Der Glaube der Kirche von Neuner Roos zu besorgen und uns mal die Dinge anzusehen und da mal zu verstehen, was versteht die römisch-katholische Kirche eigentlich unter einer Ehe oder unter der Eheschließung oder unter dem, zwischen Anführungszeichen, Sakrament der Ehe, eine heilige Handlung. Ich bezweifle ja nicht, dass die Ehe eine heilige Sache ist. Gott hat die Ehe ja, also Elohim, unser Schöpfergott, hat die Ehe ja überhaupt erst in die Welt gebracht. Und das ist eine gute Handlung. Und dass ein Mann eine Frau wählt und eine Frau einen Mann wählt und dass die beiden bis zum Lebensende zusammenbleiben und dass die beiden ein Fleisch sind, dass sie eins im Geist und eins im Fleische sind, das ist ja wunderbar. Leider ist das heutzutage mehr Wunsch als Tatsache. Aber das ist wunderbar. Da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln. Aber was dann die antichristliche, teuflische Kirche von der Ehe gemacht hat, das kann man in diesem Buch nachlesen. Und wenn man das weiß und dann das liest, was hier in diesem Kapitelabschnitt über in dem Buch Roms Ziele in Theorie und Praxis über die Ehe drinsteht, dann versteht man das ja viel besser. Und deswegen habe ich das Buch eben angeholt und wenn ihr wollt, dann besorgt euch das als Nachschlagewerk, um hier und da mal Dinge nachzuschlagen. Ist das sicher nicht verkehrt, die paar Euronen für eine katholische Publikation auszugeben, um davon zu lernen, wie es eben nicht sein soll. Darum wird im Staatslexikon weiter ausgeführt, wiederholen wir nochmal eben den Satz, konnte das Tridentinum, also das Tridentinische Konzil zwischen 1540 und 1563, das konterreformatorische Konzil, ja, die Gegenreformation, falls es wollte, ohne Zweifel auch die Protestanten dem Gesetz über die neue Eheschließungsform unterwerfen. Und dann dem guten Willen dazu, die tridentinische Form der Eheschließung auch Protestanten als Strick über den Hals zu werfen, wo es immer nur anging, hat es Rom in der Tat nie gefehlt. Für Ecuador und Venezuela versteht es sich nach der angeführten allgemeinen Bestimmung einfach von selbst, dass auch alle Andersgläubigen der geistlichen Ehegerichtbarkeit unterstellt waren. Anderswo hat Rom wenigstens die in katholischer Mischehe lebenden Protestanten seine Macht fühlen lassen. So in Österreich, wo das im Anschluss an das Konkordat erlassene kirchliche Ehegesetz vom 8. Oktober 1856 in § 43 ausdrücklich bestimmte, dass das bischöfliche Gericht über die betreffenden Ehen zu erkennen habe, solange ein Eheteil katholisch sei. Und wo auch heute noch eine Mischehe zwischen Evangelischen und Katholiken nach § 111 des bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend dem kanonischen Recht, das keine Entscheidung kennt, unlöslich ist. Auch heute noch ist eine Mischehe zwischen Evangelischen und Katholischen, also Protestanten und Katholischen, nach dem § 111 des bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend dem kanonischen Recht unlöslich. Jetzt habe ich hier einen Teil dieses Satzes blau angestrichen. Was glaubt ihr wohl, warum eine Mischehe nach § 11 des BGB entsprechend dem kanonischen Recht unlöslich ist, blau angestrichen ist? Weil das uns sagt, dass im bürgerlichen Gesetzbuch nur Dinge stehen, die entsprechend dem kanonischen Recht sind. Also es gibt kein bürgerliches Gesetz, es gibt kein Zivilgesetz, das nicht in Einklang ist mit dem kanonischen Recht. Mit anderen Worten, das bürgerliche Gesetz wird euch nur
als eine Illusion vor Augen gehalten, in Wahrheit haltet ihr euch an kanonisches Recht, an antichristliches, katholisches, satanisches Gesetz haltet ihr euch. Kein bürgerliches Gesetz. Weil das bürgerliche Gesetz muss dem kanonischen Recht entsprechen. Und das ist nicht nur bei Gustav Nix in diesem Buch von 1911 so, wo er hier über das 19. Jahrhundert spricht. Das ist heute immer noch so. Ein Gesetz, das nicht entsprechend dem kanonischen Recht ist, ist nur ein Gesetz de facto und niemals ein Gesetz de jure. Also nicht durchsetzbar. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Und das ist hier jetzt nur am Beispiel der Ehe mal genommen. Es gibt da noch sehr viele andere Beispiele. Da will ich jetzt gar nicht mal drüber reingehen. Nochmal, hier steht drin, eine Mischehe nach § 111 des BGB, entsprechend dem kanonischen Recht, ist unlöslich. Der § 111 Bürgerliches Gesetzbuch entspricht dem kanonischen Recht. Und das kanonische Recht sagt, dass eine Mischehe zwischen einem Evangelischen, also einem Protestanten und einem Katholiken, unlöslich ist. Ihr werdet kein bürgerliches Gesetzbuchparagraphen finden, der sagt, dass eine Mischehe löslich ist, weil das nicht entsprechend dem kanonischen Recht ist. Dann würde das bürgerliche Gesetz gegen das Kirchengesetz gehen. Da aber die Kirche über dem Staat steht, können nur Staatsgesetze, die im Einklang mit dem kirchlichen Gesetz sind, rechtmäßig sein. Das ist das, worauf es hier ankommt. Ja? Das ist das, was wir verstehen müssen. Das ist das, weshalb wir hier setzen, wie Rom die ganze Theorie, die wir in 8 Sendungen vorher besprochen haben, hier in die Praxis umsetzt. Eine Mischehe zwischen Evangelischen und Katholiken nach § 111 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend dem kanonischen Recht, das keine Ehescheidung kennt, ist unlöslich. Der Evangelische, der eine Katholikin heiratet, wird also in Österreich durch Staatsgesetz auch heute noch dem kanonischen Eherecht unterstellt. Das Erstaunlichste in dieser Beziehung aber hat wohl die protestantische Regierung von Malta geleistet, die ihre protestantischen Untertanen, sofern sie sich katholisch verheiraten, einfach unter das Joch der tridentinischen Eheschließungsform zwingt, nach der alleine eine gültige Ehe zwischen Katholiken und Nichtkatholiken geschlossen werden könne. Dafür hat Malta die Anerkennung von Rom erzielt, dass Protestanten unter sich eine gültige Ehe eingehen können, auch wenn sie sich nicht der tridentinischen Form bedienen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass nicht sonst irgendein kanonisches Hindernis vorliegt. Dem kanonischen Eherecht unterstehen sie also hierin doch. Bei derartigen Proben protestantischer Selbstverleugnung wird es Pius X. kaum noch übel nehmen dürfen, wenn er in seinem Einheitskatechismus es bereits den Kindern unter 7 Jahren klarzumachen sucht, dass es eigentlich eine protestantische Ehe nicht gibt. Anders ist doch jedenfalls nicht zu verstehen, wenn er auf die Frage, wie schließt man die Ehe, die Antwort gibt, die einzige Art, die Ehe gültig und erlaubt unter Christen zu schließen, ist die, sie nach dem Ritus der Heiligen Kirche einzugehen. Das heißt, nach der tridentinischen Form. Deutlicher freilich wird er noch in dem für die älteren Kinder bestimmten Teil, wenn er sie belehrt, zwischen Christen kann es keine wirkliche Ehe geben, die nicht Sakrament ist. Und natürlich müssen wir in allem, was ich gerade vorgelesen habe, Christen ersetzen mit Katholiken. Aber das kann ich ja nun nicht jedes Mal wieder sagen, das wisst ihr ja selber. Da es nun die spezifische Eigentümlichkeit der Protestanten ist, die Ehe nicht nach der tridentinischen Form einzugehen, geschweige denn in ihr ein Sakrament zu sehen, so sind
die zwischen Protestanten geschlossenen Ehen im Grunde keine wirklichen Ehen und die schimpfliche Bezeichnung nicht-katholischer Ehen als Konkubinate liegt von hier aus nahe genug. Das soweit über die Ehe. Im nächsten Absatz heißt es, dies Übergreifen der Kirche auf das staatliche Gebiet tritt jedoch nirgends so deutlich zutage wie auf dem Gebiet der Schule. Und was in den Konkordaten über die Schule hier beschlossen wird, das wird dann für die nächste Lesung bestimmt sein. Für diese Lesung, denke ich, habe ich euch genug Dinge gegeben, um mal drüber nachzudenken und vor allen Dingen auch selber nachzuschlagen und zu sehen, in was für einem Staat wir eigentlich leben, wenn wir schlussendlich in einem Staat leben, der nichts anderes tut, als sich der römisch-katholischen Kirche zu unterwerfen. In Deutschland schließlich seit 1933. Hier in Belgien, da will ich noch gar nicht mal drüber nachdenken, wie das hier ist. Aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, für Deutschland jetzt ziemlich deutlich geworden. Und vor allen Dingen ist es für Österreich, Costa Rica, Ecuador, Venezuela deutlich geworden, die Länder, die wir gerade mit dem Konkordat gerade hier besprochen haben. Starker Tobak, ich gebe es zu. Und wenn das ein bisschen zu viel ist, nehmt euch das Buch, ihr könnt das gratis im Internet herunterladen, lest es selber, lest es mit, lest es nochmal, sprecht mit anderen drüber und informiert euch darüber. Das ist die römisch-katholische Kirche. Das ist die Einheitsreligion dieser Welt. Satanismus. Es sei denn, du entsagst dem und bekehrst dich zu Jesus Christus, bekehrst dich zur Bibel, zum Wort Gottes und bekommst ein wahrer Christ. Das, wovon in diesem Buch hier geschrieben steht, was aber keiner ist. Weil das sind Katholiken, keine Christen. Ganz großer Unterschied. Und wenn man diesen Katholiken die Bibel vorhält, dann sind die Unterschiede auch deutlich. Und genau das sollten wir machen. Wir sollten, finde ich persönlich, das, was in Römer 11,11 geschrieben steht, nicht nur auf die Juden zupassen, sondern wir sollten das auch auf die Katholiken zupassen. Wollen wir doch Römer Kapitel 11, Vers 11 mal eben vorlesen. In der englischen Version heißt es, I say then, sagt Paulus, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Das heißt auf Deutsch, und ich übersetze das jetzt aus dem Stegreif, hier nicht irgendwie mit Google-Übersetzer oder was auch immer, Römer Kapitel 11, Vers 11, ich sage denn, sind sie gestolpert, dass sie fallen sollen? Nein, Gott bewahre. Aber besser, dass durch ihren Fall Erlösung gekommen ist zu den Heiden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und hier geht es natürlich um die Juden. Sind sie denn gestolpert, dass sie fallen sollten? Nein, Gott verbietet das. Aber durch ihren Fall ist die Erlösung überhaupt erst zu den Heiden gekommen, damit die Heiden, das füge ich jetzt mal eben zu, das Evangelium predigen, weil Juden hört ihr das Evangelium nicht predigen, weil die Juden glauben nicht an das Evangelium von Jesus Christus, weil Juden glauben nicht an Jesus Christus. Aber deswegen ist das Evangelium oder ist die Erlösung zu den Heiden gekommen, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Warum zur Eifersucht reizen? Weil ihnen die Erlösung zusteht. Aber sie haben sie verworfen, weil sie haben die Zeit ihres Besuches, ihres Erlösers, des Messias vor 2000 Jahren nicht erkannt. Sie haben ihn gekreuzigt. Und sie glauben heute noch nicht an ihn. Und deswegen ist das Evangelium, die gute Nachricht, die Erlösung an uns Heiden gegangen. Und wir haben damit die Aufgabe, die Juden davon zu überzeugen, dass Jesus Christus die Erfüllung ist aus vielen Prophezeiungen im Alten Testament, hauptsächlich, dass er derjenige ist, der bereits im
dritten Kapitel des Buches Genesis, also des ersten Buches Mose, Vers 15 angekündigt wurde. Und dass nur Jesus Christus, wie er selbst sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und es führt kein anderer Weg zum Vater, außer durch ihn. Und das müssen wir den Juden mitteilen. Und das müssen wir auch den Katholiken mitteilen, die einen anderen Jesus bekennen und nicht den Jesus der Bibel. Und eine leichtere Überleitung, um zu sagen, lest eure Bibel, habe ich noch nicht gehabt. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.